Zunächst ging es ja einmal darum, den Roman in eine Bühnenfassung zu bringen. Es existieren Fassungen, aber wir haben uns entschieden, für unsere Besetzung und unseren thematischen Schwerpunkt eine eigene Fassung zu erstellen. Als ich an die Elbe kam und bei einer stattlichen Ritter... Es ging mir natürlich um die Frage des Widerstandes. Ist der Einzelne, dem sein Recht verwehrt wird, berechtigt, auch gewaltsamen Widerstand zu leisten? Noch mehr hat mich aber gar nicht diese moralische Frage interessiert, sondern hauptsächlich hat mich interessiert zu analysieren, welche Mechanismen und Vorgänge führen zu gewaltsamem Widerstand und welche Auswirkungen hat das? Also welche Kräfte treffen aufeinander staatlicherseits, seitens der Gesellschaft, und was für charakterliche Voraussetzungen bringt ein Individuum wie Michael Kohlhaas mit, der fast unvermittelt und unerwartet für alle plötzlich zum gewaltsamen terroristischen Widerstandskämpfer wird. Ich bin entschlossen, öffentlich Gerechtigkeit zu fordern. Und Ordnung gleich diesen Einhalt zu tun, ist ein Werk Gottes. Es ist der klassische Stoff zunächst. Ich bin sehr daran interessiert, wirklich Kleist zu inszenieren. Das war auch einer der Gründe, keine existierende Fassung zu nehmen, weil wir keine Nachdichtung oder ein Stück basierend auf den Motiven von Kleist haben wollten. Es ist der klassische Kleiststoff als Grundlage, und wo immer es geht, benutzen wir auch Kleist-Sprache. Aber es ist eine moderne, heutige Auseinandersetzung mit dieser Geschichte. Wir werden diese Geschichte also erzählen auf der Bühne und es aber aus der Perspektive unserer Zeit erzählen. Es war eine große Explosion. Alles wurde dunkel wie in einem Schneesturm. Ein furchtbarer Albtraum. Auf der Straße lagen ganz viele Schuhe, Taschen und so. Alle hatten halt alles fallen gelassen. Wir haben abends diesen verbrannten Geruch gerochen in unseren Wohnungen. Also, wo man irgendwie, glaube ich, ich jedenfalls nach wie vor nicht drum rumkommt, ist eine Auseinandersetzung mit der RAF, weil es einfach ein ganz großer Teil der jüngeren deutschen Geschichte ist und eben ein lang anhaltende Phase, in der eben die Frage nach gewaltsamem Widerstand sehr virulent war, wo es ja auch interessante Biografien gibt, die einen durchaus an Kohlhaas erinnern können. Das geht für mich aber weiter in heutige Erscheinungsformen des Terrorismus. Ich habe mich also im Vorfeld auch sehr mit islamistischem Terrorismus auseinandergesetzt, um dann vielleicht auch die zu erkennen, warum es bei Kohlhaas, warum die Parallelen nicht so groß sind. Aber das war auch eine Beschäftigung, die wir gemacht haben. Und dann gibt es natürlich auch die heutigen Protestbewegungen, ich sag mal die Occupy-Bewegung ganz aktuell. Aber es ging schon in unserer Beschäftigung mehr um Biografien und Erscheinungsformen des Terrorismus. Michael Kohlhaas, Stellvertreter Michaels des Erzengels, bin gekommen, an allen, die in dieser Streitsache des Junkers Partei ergreifen, mit Feuer und Schwert die Arglist, in welcher die ganze Welt versunken ist, zu bestrafen. 30 neue Leute an einem Tag. Wir haben einen Einheitsraum, wie man ja immer sagt. Also wir werden nicht, wer jetzt also erwartet, all die Orte, das Schloss etc. wiederzufinden, was bei Kleist im Roman steht, der wird hier enttäuscht werden. Klar, wir haben einen Einheitsraum, der sich aber verändert während des Stücks. Die Bühne hat ja der Peter Skior gemacht, mit dem ich schon seit sehr vielen Jahren zusammenarbeite. Die Musik hat der Markus Maria Jansen gemacht. Das ist das gleiche Team, mit dem wir auch Buddenbrooks hier gemacht haben. Die Musik, würde ich sagen, ist sehr modern. Auch das Bühnenbild ist also in keiner Weise historisch, Kostüme auch nicht. Wir versuchen gerade mit diesen Elementen auch den Bezug zum Heute herzustellen, Assoziationen zu eröffnen, Brücken zu schlagen, ohne eben jetzt in der Sprache oder im Text so gewollt modernistisch sein zu müssen. An den Ufern der Havel lebte um die Mitte des 16. Jahrhunderts ein Rosshändler namens Michael Kohlhaas, Sohn eines Schulmeisters, einer der rechtschaffensten zugleich und entsetzlichsten Menschen seiner Zeit.